Ich darf ganz herzlich zunächst mal zu uns hier vorbitten. Die Firma Lessig aus Babenhausen, die kommen aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Ich habe die Frau Lessig auch schon gesehen und die ist auch mit einer Kollegin da, Frau Lessig. Sie dürfen gern ein bisschen Abstand von mir halten, wenn Sie mögen. Okay, die Frau Bertrando. Stimmt. Ich habe vorhin noch gedacht, so ist es jetzt oder nicht, und Sie haben beide lange braune Haare und ja. Sie sehen es mir nach. Sie richten ganz herzliche Grüße an aus Ihrer Chefin. Ich muss jetzt trotzdem wegen dem Wind hier noch mal ein bisschen improvisieren, auch falls der Tisch umkippt. Firma Lessig. Einige von Ihnen, die kleine Kinder haben, denen sagt der Begriff vielleicht was, weil das ist das Unternehmen, das mit ganz viel Liebe Produkte rund ums Kleinkind nämlich herstellt. Sitz, in Babenhausen, ich habe es gesagt, hier ganz in der Nähe auch von Frankfurt. Textilproduktion, rund 100 Beschäftigte, Familienunternehmen wie vielen von Ihnen, die auch heute hier sind. In der Fachkräftesicherung schon vorher mit, auch sehr präsent und sehr aktiv auch bei Ihren Mitarbeitern. Während der Pandemie waren so ein bisschen, ich sag mal, die Schwerpunkte bei Ihnen, Team zusammenhalten. Ganz wesentlich. Sie wollten ja Ihre Fachkräfte, aber auch die Arbeits- und Führungskräfte natürlich auch behalten und haben wie viele hier geschaut, wie kann das dann auch nach der Pandemie weitergehen. Sie haben Nähe geschafft. Sie haben vorher schon sehr viel Nähe im Unternehmen gehabt, was ich aus den letzten Kontakten noch in Erinnerung hatte, im Zukunftsdialog. Aber Sie haben in der Pandemie erstmal natürlich über transparente und ehrliche Kommunikation, ich denke, die Offenheit, das zeichnet alle hier aus, die heute hier sind, gegenüber den Mitarbeitern, haben Sie zum einen Kurzarbeit leider einführen müssen, aber es hat natürlich auch zur Stabilität beigetragen. Sie haben Schichtarbeit eingeführt, Homeoffice, Social Distancing, und da es ja keine großen Messen mehr gab, wir sind heute hier zu Gast in der Riesenmessestadt, haben Sie eine Hausmesse kurzerhand ins Leben gerufen, zusammen mit Ihren Mitarbeitern, um da auch an den Kunden entsprechend dran sein zu können. Ja. Ich darf ganz herzlich auszeichnen, heute Sie hier. Also das nur ein paar kleine Schlaglichter. Es gab natürlich noch weit, weit mehr virtuelle Markenbotschafter, wurden die Mitarbeitenden. Es gab viermal im Jahr ein Team-Event, das jetzt digital durchgeführt wird. Es gibt eine virtuelle Kaffeeküche, das hatte vorhin schon mal ein bisschen rausgeklungen. Also ganz viele neue Wege auch beschritten und vor allen Dingen halt der Austausch mit den Mitarbeitern und die Vernetzung und die Offenheit. Ich denke, das zeichnet Lessig aus. Insofern herzlich willkommen heute hier. Schön, dass wir es zum Abschluss heute auch nochmal persönlich sehen. Ich darf Ihnen jetzt die Urkunde ganz feierlich übergeben. Ja, jetzt wird es schwierig mit dem Mikro. Sie sehen es hier, Sie können es vielleicht rumdrehen, und dahinter, und das ist auch ganz wichtig uns, wir hatten beim letzten Zukunftsdialog schon dankenswerterweise die Künstlerin, die Frau Norbisrath, vor Ort. Ich weiß nicht, wo sie sich, die ist, glaube ich, hinten, da winkt gerade, weißes Oberteil. Und die hat so schöne, im Comic-Stil, so schöne Bilder von uns allen erstellt. Sie können sich sicherlich auch noch daran erinnern, der ein oder andere. Und auch sowas gibt es heute von Ihnen jeweils zu Ihrem Betrieb des Monats. Hier sehen Sie in der Tat, die Frau Lessig ist da abgebildet. Jetzt können Sie sehen, ich brauche keine neue Brille, sondern Sie haben wirklich Ähnlichkeit. aber Spaß beiseite. Und das ganz Besondere ist, dass die Frau Norbisrath das auch noch unterzeichnet hat, die Künstlerin. Also von daher auch ein herzliches Dankeschön an die Frau Norbisrath, die es heute hier.